16.08.2020 sind wir knapp 500 Kilometer durchgefahren bis nach Dresden. Unser WOMU war von einem Schaden in Holland, von einer Tournee dort, noch gezeichnet und noch nicht repariert. Wir kamen am späten Nachmittag auf dem Stellplatz an und wie man hier sieht, als wir in die Stadt gingen, war es schon relativ dunkel. Als Norddeutscher gefallen mir natürlich Bauten aus Sandstein. Aber in Dresden sind die Sandsteinbauten so kolossal fett gebaut, da fühlt man sich schon mal erdrückt. Für uns hat sich Dresden aber sehr rentiert. Es hat Spaß gemacht, durch die Altstadt zu gehen, durch die Gassen und über den Markt. Zu einem anderen Zeitpunkt würde ich bestimmt Dresden nochmal besuchen. Gefallen hat uns auch die Kneipenlandschaft in Dresden. Kurz vor einem Tunnel, der zur Elbe führt, haben wir eine Gaststätte gefunden, in der wir uns lecker versorgt haben. Wenn man sich diesen Bau einmal ansieht, ist schon klasse, aber riesig und erdrückend. Man muss diese Architektur schon mögen oder lieben. Am nächsten Tag sind wir noch einmal in die Stadt gegangen und jetzt bei Tageslicht konnte man sogar einige andere Schönheiten entdecken. Trotz Corona wird in Dresden 2020 ordentlich gebaut. Auf der anderen Seite der Elbe eine derzeit installierte Lichtershow. Das war die vorher schon mal erwähnte Kneipe,
in der wir uns gut versorgt haben. Kunsthochschule Dresden. Wahrscheinlich wisst ihr schon, deshalb mache ich kein Quiz daraus. Dresden ist bekannt für seinen Stollen, für seine Bauten und für das Elbtal. Dresden selbst wirbt mit Leben, Fluss, Genuss. So geht Sächsisch. Und so fahren wir am zweiten Tag nachmittags weiter nach Prag. Durch Corona besonders gezeichnet, hatten wir schon ein wenig Respekt. Zum Abschluss noch ein paar nächtliche Inspirationen von Dresden.